Ja, lieber Martin, vielen Dank für die nette Vorstellung. Freut mich sehr, heute zu Ihnen, zu euch hier in Köln sprechen zu dürfen. Vielen Dank auch an Anja Lemke für die Einladung, hier als Fellow am Auerbach Institut tätig zu sein. Und hallo in die Zoom-Runde. Ja, legen wir los. Als ich vor geraumer Zeit begann, mich mit dem Begriff, ach so, sorry, wir machen noch vorher einen kurzen Überblick, wie sich das so gehört, über den heutigen Vortrag. Ich werde nach einer Einleitung einige Überlegungen anstellen zur Dynamis von Begriffen insgesamt. Meine These dabei ist, dass die Möglichkeitsvorstellung im Begriff des Begriffs sozusagen bereits verankert ist, um von dort aus die Entwicklung des Begriffs der Möglichkeit kurz zu skizzieren, ausgehend von Aristoteles. Schließt auch ein bisschen an, natürlich an den Vortrag aus der letzten Woche, um dann zum Möglichkeitsverständnis der kritischen Theorie zu gelangen. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Ausblick. Wenn das zu lange wird, dann gib mir bitte ein Zeichen, dann muss ich irgendwie ein bisschen was zusammenstreichen auf dem Weg. Aber jetzt geht's, oh sorry, jetzt geht's los. Als ich vor geraumer Zeit begann, mich mit dem Begriff der Möglichkeit zu beschäftigen, war ich erstmal überwältigt von der Fülle an verschiedenen Zugängen, Verständnissen und Konzeptionen. Babylonische Verwirrungen bestehen nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, sie manifestieren sich auch in der Verwendung unserer Grundbegriffe. So führt der Begriff der Möglichkeit regelmäßig zu Missverständnissen aufgrund seiner verschiedenen Bedeutungs- und Verwendungsweisen. In aller Munde Möglichkeit, so habe ich meinen Vortrag überschrieben. Und dass dies so ist, mag nicht überraschen. Schließlich ist Möglichkeit ein Allerweltswort. Von Möglichkeiten oder dem Möglichen zu reden, geht uns leicht über die Lippen. Mal klingt es verheißungsvoll wie im Werbespruch der schwedischen Möbelmarktkette: Entdecke die Möglichkeiten. Mal unbestimmt und nach Sankt Nimmerleinstag, wie im berühmten Kafka-Text Vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türsteher, jetzt aber nicht. Also, warum steige ich ein mit IKEA und Kafka? Nun, um eine Warnung auszusprechen, um davor zu bewahren, in dem Allerweltswort ein Zauberwort zu sehen, also allzu schnell einen Begriff von weltverändernder Tragweite sich zu erhoffen. Dennoch liegt es gerade in Köln nahe, die utopischen Implikationen des Begriffs der Möglichkeit hervorzuheben. Ich denke an die Forschungen, die maßgeblich auf das Wirken von Wilhelm Voskamp zurückgehen. Voskamp, der ja 87 nach Köln auf den Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft wechselte und der, wie Martin mir gerade sagte, eigentlich auch heute Abend oder regelmäßig an den Auerbach Lectures teilnimmt, aber leider aus Krankheitsgründen verhindert ist. Wilhelm Voskamp gilt als Begründer der interdisziplinären Utopieforschung und ist wahrscheinlich neben Richard Sage einer der großen Köpfe utopischer Forschung hierzulande in den letzten Jahrzehnten. Ihm haben wir mehrere inspirierende Werke zu verdanken, etwa die dreibändige Sammlung zur Utopieforschung, die er 1982 herausgab, in der Einleitung zu einem weiteren Sammelband von 2013 schreibt Voskamp: Möglichkeitsdenken ist die Voraussetzung für jede Form philosophischer, anthropologischer, gesellschaftlicher und künstlerischer Utopie oder Dystopie. Wie sehr ich diesem Zitat auch zustimme, so würde ich doch ergänzen, es fragt sich nur, welches Möglichkeitsdenken damit gemeint ist. Sicherlich nicht nur das von IKEA und dem Türwächter. Ich erwähne das auch, weil es für mich spannend ist zu sehen, wie mit Anja Lemke und ihrem Team der Versuch unternommen wird, den Möglichkeitsbegriff aus der, wenn man so möchte, Verwirklichungszange zu befreien, auch wenn die Verwirklichungsperspektive, also die Verwirklichung von Möglichkeiten, wie sie seit Aristoteles in der Philosophie nahezu omnipräsent ist, weiterhin bedeutsam bleibt.
Die derzeitige Mission des Auerbachs Instituts besteht darin, dem Möglichkeitsdenken Raum zu geben, ein Denken, was immer wieder in Bedrängnis geriet. Ein beliebter Einwand lautet, wer über Möglichkeiten spricht, bringe damit nur sein Unvermögen zum Ausdruck, die totale Bestimmtheit allen Seins und allen Denkens zu denken. Wer mit guten Gründen diesem Notwendigkeitsfetisch widersteht, sieht sich aber mit der Herausforderung konfrontiert, dass es nicht das eine Möglichkeitskonzept gibt, sondern verschiedene Theorien des Möglichen. Diese plurale Lage ist alles andere als banal. Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir uns vielmehr streiten sollten um ein angemessenes Möglichkeitsverständnis. Und was dann angemessen heißt, ja, nun, das hat etwas mit eigenen Erkenntnisinteressen, ontologischen Voraussetzungen, historischen Erfahrungen und Verwendungskontexten zu tun. Und früher oder später rüttelt es an den Grundfesten von Denken selbst. Etwas flapsig ausgedrückt ließe sich sagen, zeige mir deinen Möglichkeitsbegriff und ich zeige dir, wie du denkst. Und diese Ermutigung zum Zeigen stellt womöglich einen hermeneutischen Versuch dar, mit der Überforderung aufgrund mannigfaltiger Vorstellungen von möglich oder Möglichkeit, von der ich anfangs sprach, besser umzugehen. Ich versuche heute, den Möglichkeitsbegriff kritischer Theorien aufzuzeigen, nicht in einem enzyklopädischen Sinne, nicht als fertiges Konzept, sondern eher als eine Arbeit am Begriff, der nicht abgeschlossen ist, eigentlich auch nicht abgeschlossen werden kann. Also legen wir los mit der Arbeit am Begriff der Möglichkeit. Beginnen möchte ich mit der These, dass begriffliches Denken selbst die Vorstellung von Möglichkeit impliziert. Wir werden den Begriff der Möglichkeit auf eine recht elementare Weise gewahr, wenn wir uns darüber verständigen, was es heißt, mit Begriffen zu denken. Es heißt zuerst, dass Begriffe in Bewegung sind. Ich zitiere Adorno: Die Bewegung des Begriffs ist keine sophistische Manipulation, die ihm von außen her wechselnde Bedeutungen einlegte, sondern das allgegenwärtige, jede genuine Erkenntnis beseelende Bewusstsein der Einheit und der gleichwohl unvermeidlichen Differenz des Begriffs von dem, was er ausdrücken soll. Weil Philosophie von jener Einheit nicht ablässt, muss sie dieser Differenz sich überantworten. Es fehlt die Zeit und vielleicht auch der Anlass, dieses komplizierte Adorno-Zitat nach allen Regeln der Zunft auseinanderzunehmen. Mich interessiert das, was hier als Bewegung des Begriffs bezeichnet wird. Eine Form von Bewegung, so deutet es Adorno an, besteht darin, uns auf den sophistischen Standpunkt zu verlegen und zu schauen, was man da so alles reinpacken kann, wie wir ihn instrumentell in jeweiligen Kontexten so zurechtbiegen, dass er im rhetorischen Kampf uns zugutekommt. Bestenfalls wäre damit ein Sammeln verschiedener Bedeutungen gemeint, das durchaus informativ sein kann, weil es die Vielfalt der Verwendungsweisen und ihrer Dynamik vor Augen führt. Nassima Sarawi hat auf diesen Sachverhalt hingewiesen, indem sie ihrem Buch diesen Auszug aus einem Lexikon vorangestellt hat. Dieses Bedeutungsspektrum erfassen wir dann, wie Adorno sagen würde, wenn wir von außen solche Begriffe betrachten, verschiedene Bedeutungen nacheinander auflisten. Und weil wir das ja auch schon letzte Woche gesehen haben, geht es auch gleich wieder weg. Es geht einfach nur darum, sozusagen nochmal diese Fülle darzustellen. Adorno hat etwas anderes im Sinne, wenn er Begriffen attestiert, sie seien in Bewegung. Begriffe werden in bestimmten tradierten Verwendungsweisen aufgefunden und in theoriegeleiteten Sachanalysen aktualisiert. Die Einheit und die Differenzerfahrung ergeben sich in den Konfrontationen zwischen Begriff und Begriffenem. Hinzu kommt, ein Versteifen auf einen Begriff bringt nicht viel. Regelmäßig sind mehrere Begriffe im Spiel, die um einen Gegenstand konstelliert werden. Begriffe, so könnte man auch sagen, sind in begrifflichen Netzen aktiv. Der Begriff der Dynamis, und auch darüber hat Nassima letzte Woche schon gesprochen, ist mit dem Begriff der Energeia vernetzt, bezieht sich auf das Moment der Metabolä, steht in Spannung zur Privation oder Steresis im Altgriechischen und dem Unvermögen Adynamia.
In diesem Sinne sind Begriffe in Bewegung. Sie werden erschlossen im Kontext der mit ihnen verknüpften anderen Begriffe, die um eine Sache theoriegeleitet gelegt werden, ein komplexer Vorgang allenthalben der historischen Wandel unterliegt. Im Zitat von Adorno wurde auf die Differenz von Begriff und Begriffenem abgestellt. Adorno hat sie an anderer Stelle wie folgt thematisiert. Philosophie erfasst ihren Gegenstand eigentlich nur dadurch, dass sie über ihn hinausschießt, dass sie mehr ist als der bloße Gegenstand. Die Form von Transzendenz, die hier einschlägig wird, ist begrifflicher Natur. Wenn Wirklichkeitserkenntnis als begriffliches Denken nicht beim Bestehenden verweilt, sondern es überschreitet, dann wäre es naheliegend, dieses Mehr als ein Mögliches zu beschreiben. Die Dynamis von Begriffen gewährleistet Wirklichkeitsdeutungen, die ein Überschreiten des jeweils Gegebenen implizieren. Diese begriffsimmanente Dynamik erweist sich so als Schlüssel zum Möglichkeitsverständnis der Philosophie Adornos im Besonderen, aber auch einer kritischen Theorie der Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn die Dynamis von Begriffen auf den Möglichkeitsbegriff verweist, so ist damit nur wenig gewonnen. Zumindest aber so viel begriffliches Denken enthält eine Vorstellung von Möglichkeit, die auf Bewegung und Überschreitung des Gegebenen, hier der begrifflichen Einheit von Sache und Begriff, abzielt. Diese rudimentären Bedeutungsschichten lassen einerseits die fundamentale Relevanz der Möglichkeitsvorstellung auf und andererseits eine aristotelische Tradition durchscheinen. Von Aristoteles ausgehend versuche ich, ein kritisches Möglichkeitsdenken zu etablieren. Meine These lautet kurz gesagt, es ist ein von Aristoteles stammendes Möglichkeitsverständnis, das über verschiedene neuzeitliche und moderne Stationen modifiziert, die frühe kritische Theorie meist unbemerkt regiert. Ich werde nicht auf all die relevanten Zwischenschritte jetzt eingehen können, aber schlaglichtartig zumindest versuchen, die Entwicklung des Begriffs der Möglichkeit zu skizzieren. Beginnen wir mit der basalen Unterscheidung zwischen logischer und realer Möglichkeit. Ursula Wolf ist eine derjenigen Nachkriegsphilosophinnen, die mit ihren Arbeiten die aristotelische Möglichkeitsvorstellung zumindest wieder für akademische Kreise zugänglich machte. 1979 erschien ihr Buch mit dem Titel Möglichkeit und Notwendigkeit bei Aristoteles und heute. Es war der Versuch, die aristotelische Lehre mit der analytischen Philosophie in Austausch zu bringen. 2020 ist nach mehr als 40 Jahren dieses Buch in zweiter Auflage unverändert erschienen. Der Titel lautet nun Vermögen und Möglichkeit, die Lehre des Aristoteles und die Debatte in der analytischen Philosophie. In der knappen Vorbemerkung begründet sie, warum sie den Titel des Buchs geändert hat, obwohl der Inhalt unangetastet blieb. Der alte Titel sei von vornherein nicht optimal gewesen, weil er eine Abhandlung nur über Modalbegriffe möglich das erwarten ließ, während bei Aristoteles, auf dessen Dynamis-Lehre auch die aktuelle Debatte immer noch zurückgreift, die prädikativen Verwendungen können im Zentrum stehen. Also kausale Vermögen, Dispositionen, ontologische Vermögen, rationale Fähigkeiten. Die hier getroffene Unterscheidung zwischen Möglichkeit als Modalbegriff und einem Möglichkeitsbegriff, der auf prädikative Verwendung abstellt, erinnert an die Unterscheidung zwischen logischer und realer Möglichkeit. Aristoteles zufolge ist möglich etwas aufgrund von Vermögen. Das ist die kompakte Definition von Realmöglichkeit, wonach eine Veränderung an etwas als möglich bezeichnet wird, wenn Vermögen oder Fähigkeiten vorhanden sind, die eine solche Veränderung bedingen. Wir haben auch ja letzte Woche darüber schon einiges gehört und er unterscheidet von diesem Konzept der Realmöglichkeit eben das Konzept der logischen Möglichkeit. Gemäß der logischen Möglichkeit ist etwas denkmöglich, solange das Gedachte in sich nicht widersprüchlich oder notwendig ist. Die Aussage ist möglicherweise wahr, wenn keine Gründe vorliegen, die ihre Unmöglichkeit oder Notwendigkeit bedingen. Während die Aussage, ein Kreis hat vier Ecken, in sich widersprüchlich ist, ist die Aussage, Einhörner haben rosafarbene Flügel, logisch betrachtet möglicherweise wahr, mehr aber auch nicht. Mit Aristoteles ist Denkmögliches weniger interessant als Realmögliches, zumindest im Rahmen der Wissenschaften vom Seienden.
Und die Gründe liegen nahe. Zum Verständnis des Seienden ist ein Wissen über Ursachen von Veränderungen erforderlich. Und dieses Wissen bezieht sich auf reale Vermögen, also auf vorhandene Potenziale inmitten der Wirklichkeit. In gewisser Weise verblasst die imaginative Denkmöglichkeit vor der geerdeten Realmöglichkeit. Doch diese Unterscheidung zwischen, man könnte sagen, Possibilität logischer Möglichkeit und Potentialität realer Möglichkeit bleibt relevant bis hin zur kritischen Theorie, worauf ich dann später noch eingehen werde. Aristoteles hat den soeben skizzierten Begriff der realen Möglichkeit im Bereich der Naturphilosophie und der Metaphysik dargelegt, aber auch im Kontext des Praktischen, im Bereich der menschlichen Angelegenheiten wird er konkretisiert. Man sieht bei Aristoteles ein rudimentäres Verständnis von praktischer Möglichkeit aufkommen. Aus Zeitgründen kann ich darauf jetzt nicht detailliert eingehen. Erinnere ich hier nur an die feingliedrige Überlegung in der nikomachischen Ethik und der Metaphysik zu verschiedenen Formen von Vermögen, aktive, passive Vermögen, rationale Vermögen, erworbene Vermögen oder wie Martha Nussbaum im Kontext des Capabilities Approach so mustergültig herausgearbeitet hat zwischen internen Vermögen, externen Vermögen und Grundvermögen. Meine folgenden Bemerkungen zum Begriff der praktischen Möglichkeit gehen von diesem schlichten und doch so treffenden Satz aus. Möglich ist, was durch uns geschehen kann. Demzufolge ist dasjenige möglich, was durch menschliches Handeln zustande kommen kann. Praktische Möglichkeiten werden als Handlungsalternativen gewahr. Sie siedeln sich im Bereich des Handelns an, über den die Akteure unter gegebenen Rahmenbedingungen gemäß ihren Vermögen bedingt verfügen. Das praktisch Mögliche erweist sich als partiell Bestimmtes. Es ist bestimmt, insofern es aufgrund von Vermögen und äußeren Rahmenbedingungen nicht unmöglich ist. Es ist aber zugleich unbestimmt, insofern seine Verwirklichung nicht notwendig ist. Weder herrscht im Bereich der Praxis bloße Notwendigkeit noch reiner Zufall. Um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, dieses Uns, ja, das, was durch uns geschehen kann, deutet auf die Sphäre des Sozialen hin. Auch wenn Aristoteles keine ausgefeilte Theorie des Sozialen vorweisen kann, die in irgendeiner Weise kollektive, soziale oder staatliche Vermögen verhandelt, wie es bei Spinoza, Hegel oder dann bei Marx sich mehr und mehr abzeichnet und verdichtet. Und jetzt komme ich eben zu dem, was ich als soziale Möglichkeit bezeichne. Und gebe nur einen ganz kurzen Überblick, wie ich versucht habe, dann auch in meiner Arbeit diesen Begriff zu entwickeln. Gemäß der spinozianischen Lehre ist die Macht eines Einzeldings stets mit der Macht anderer Einzeldinge vermittelt. In Hinblick auf menschliche Einzeldinge braucht es soziale Institutionen als Akkumulations- und Vermittlungsinstanzen von Einzelmächten. Es gibt da große Differenzen zwischen Hegel und Spinoza, aber diese Idee der Vermittlung von Einzelmächten findet sich nicht nur bei Spinoza, sondern ebenfalls im System der Bedürfnisse in der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das System der Bedürfnisse, diese ökonomische Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft, weist einen hohen Grad an Arbeitsteilung und gegenseitiger Abhängigkeit auf. Die ökonomisch motivierten Formen von Vergesellschaftung bringen eine Fülle an Fähigkeiten und materiellen Gütern hervor, die der Produzierende weder im Privaten noch allein für die eigene Bedürfnisbefriedigung entwickelt. Diese Fähigkeiten und Güter subsumiert Hegel unter dem Ausdruck allgemeines Vermögen, das in gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen gebunden wird und an dem jedes aktive Mitglied der Gesellschaft teilhaben oder Hegel sagt teilnehmen kann. Die Kritik der politischen Ökonomie von Marx darf auch als Kritik an dieser Vorstellung des allgemeinen Vermögens gelesen werden, weil die Teilhabe aller unter kapitalistischen Bedingungen nicht garantiert werden kann oder zu massiv ungleichen Allokationen führt und letztlich die von Hegel proklamierte Integrationskraft aller Schichten in die bürgerliche Gesellschaft von Kräften des Zerfalls überlagert werden. Die bürgerliche Gesellschaft sei, so Marx, aufgrund ihrer internen Widersprüche zum Scheitern verurteilt. Marxens Interesse ist nicht nur auf diese Widersprüche im Bestehenden, sondern auch auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft gerichtet.
dieses, wenn man so möchte, doppelte Interesse lässt sich packend bündeln in einer Aussage, die Marx in verschiedenen sprachlichen Varianten über sein Werk stets wiederholt. Die Arbeiterklasse hat keine Ideale zu verwirklichen. Sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden kapitalistischen Gesellschaft entwickelt haben. Dieses Möglichkeitsdenken wird nicht nur auf vergangene historische Prozesse also angewendet, sondern die im Wirklichen gewonnenen Möglichkeiten geben Auskunft über die künftige Entwicklung der Gesamtgesellschaft. Diese prospektiv transformatorischen Möglichkeiten resultieren aus vergesellschafteten Potenzialen, aus Produktivkräften, ihrer Bindung in Organisationen und rechtlichen Bedingungen. Und zwar inmitten derjenigen Gesellschaft, die durch, man könnte sagen, vielleicht kluge Aktualisierung dieser Potenziale überflügelt werden soll. Klug sind konzertierte Aktualisierungen dann, wenn die Zeit reif ist. Also auch, wie man mit Aristoteles sagen könnte, die passiven Vermögen der Überwindung in erforderlichem Ausmaße vorliegen und als solche erkannt werden. Gesellschaften müssen nicht nur über die nötigen Potenziale und Akteure der Veränderung verfügen, sondern auch reif für diese Veränderung, also veränderbar und aufnahmeoffen sein. Die neue Gesellschaft erweist sich demzufolge nicht als ein ganz anderes, das nach dem großen Bruch sich schlagartig einstellt, sondern als eine Gesellschaftsformation, die sich aus dem Schoß der Bestehenden bildet und gebildet wird. Und mit diesen Anmerkungen komme ich nun langsam zum Möglichkeitsverständnis der kritischen Theorie, auch wenn eine explizite Beschäftigung mit dem Begriff der Möglichkeit bei Horkheimer und Adorno nicht stattfindet, werden in den Auseinandersetzungen mit dem Hegel-Marxischen Erbe zumindest die Konturen eines Begriffs der sozialen Möglichkeit ersichtlich. Die Konzeptualisierung eines kritischen Möglichkeitsbegriffs vollzieht sich inmitten der eigenen Zeit, einer Epoche der Barbarei. Begriffe, so habe ich oben bemerkt, sind in Bewegung. Das gilt selbstverständlich auch für den Möglichkeitsbegriff einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Gleichwohl möchte ich meine Spurensuche beginnen mit einem Gründungsdokument, das noch sehr nach Marx klingt. Viel bewegt hat sich da noch nicht in Bezug auf den Möglichkeitsbegriff. Gemeint ist die 1937 von Max Horkheimer veröffentlichte Schrift »Traditionelle und kritische Theorie«. Diese Spurensuche nimmt ihren Ausgang in einer Fußnote. In Fußnote 19 präsentiert Max Horkheimer die kritische Urteilsform. Sie wird durch folgende Aussage charakterisiert. Und dieses Zitat habe ich jetzt einfach sozusagen genommen von der neuen Website des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Letztes Jahr gab es einen Direktorenwechsel an der Spitze dieses Instituts, an dem ja Horkheimer und Adorno jahrzehntelang vor dem Krieg und nach dem Krieg gewirkt haben. Und Stefan Lessenich, der jetzt der neue Direktor des Instituts für Sozialforschung ist, hat auf die Website, auf die Startseite dieses Zitat gestellt. Die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein, die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Betrachten wir zunächst die Teilaussage, es muss nicht so sein. Horkheimer und Adorno haben unermüdlich Kritik an dem geübt, was sie Positivismus nannten. Im Positivismus entdeckten sie eine wirkmächtige Denktradition, der bescheinigt wird, die Wirklichkeit auf das Bestehende zu reduzieren. Zu kritisieren ist gewiss nicht positive, also auf Erfahrung beruhende einzelwissenschaftliche Erkenntnis. Die Frankfurter Schule liefert selbst ein imposantes Beispiel für einen reichhaltigen Dialog zwischen diversen Geistes- und Sozialwissenschaften. Eine erfahrungsgesättigte Reflexion wird erst dann zum Problem, wenn sie theoretisch und methodisch so eingezäunt wird, dass sie nur noch das, was war oder bereits wirklich werden konnte, gelten lässt. Die Antithese hierzu lautet, es muss nicht so sein, wie es ist. Eine kritische Wirklichkeitsanalyse erhält dieses anders sein können, indem bestehende Zusammenhänge dynamisiert, das heißt in ihrer Veränderbarkeit dargestellt werden. Zweiter Teil des Zitats. Die Menschen können das Sein ändern.
Das deutet an, dass kritische Theorie sich nicht mit einer Kritik am Positivismus und mit dem Credo des Andersseinkönnens zufrieden gibt. Es muss nicht so sein, denn die Menschen können das Sein ändern. Und Sie erinnern sich an Ursula Wolf und die prädikative Verwendung des Begriffs der Möglichkeit steckt hier in diesem Können. Dabei werden wesensontologische Implikationen möglichst radikal historisiert, um weder ein dem geschichtlichen Prozess inhärentes Telos der menschlichen Entwicklung zu behaupten, noch auf Gattungseigenschaften zu verweisen. Sofern die kritische Theorie auf Prinzipien und Strukturen zurückgreift, die das gesellschaftliche Sein betreffen, lässt sich von einer sozialontologischen Betrachtungsweise sprechen. Sie findet sich in Aussagen über vergesellschaftete Individuen, Institutionen oder soziale Ordnungen, die auf Kontingenz, Veränderbarkeit, Vermögen und Macht rekurrieren. Auch die allgemeine Rede von Gesellschaft als etwas wesentlich Dynamisches mutet ontologisch an. In den Worten Adornos heißt dies, das, was die Gesellschaft zum Besseren oder Schlimmen treibt, ist ihr Sein. Worin aber die jeweiligen Dynamiken und Tendenzen bestehen, bleibt gemäß dieser minimalistischen Ontologie unzureichend und unterbestimmt. Eine inhaltsvollere Bestimmung des Seins der jeweiligen Gesellschaft ergibt sich nur aus theoretischen Konstellationen und sozialwissenschaftlicher Expertise. Das Sein einer Gesellschaft, ihre materielle und normative Verfasstheit, wird in ihren historischen Möglichkeiten vergegenwärtigt. Ich komme zum dritten Teil des Zitats. Die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Wenn das Denken in alternativen Möglichkeiten und die Konstruktion von gesellschaftlichen Tendenzen aus einer Kritik der Wirklichkeit und nicht der reinen Fantasie entspringt, muss auf Vermögen oder Potenziale verwiesen werden, deren Aktualisierung dazu beitragen würde, entsprechende Veränderungen herbeizuführen. Wer nun behauptet, die Umstände seien jetzt vorhanden, hier in dem Zitat, ja, der müsste die Potenziale und Ermöglichungsbedingungen zur maßgeblichen Veränderung der bestehenden sozialen Ordnung benennen. Sie wären die Voraussetzung einer transformativen Dynamik und würden die reale Möglichkeit eines anderen anzeigen. Doch wie real ist das Möglichkeitsdenken der kritischen Theorie in der Fassung von Horkheimer und Adorno? Während die Vorstellung eines Andersseinkönnens in nahezu allen Reflexionen mitschwingt, trifft es auf die Vorstellung von Realmöglichkeit nicht gleichermaßen zu. Der Nachweis also, dass das Menschenmögliche und die Umstände so ausgeprägt wären, um das soziale Sein hier und jetzt weitreichend entlang einer emanzipatorischen Agenda zu verändern, wird nicht zufriedenstellend erbracht. Es gibt irgendwie, sehe ich, 6 Nachrichten im Chat. Soll man das mal irgendwie? Nee, ist egal. Achso, das habt ihr gemacht. Okay. Nicht, dass da irgendwie die Verbindung nicht. Ja. Und das hat Gründe, warum das nicht erbracht wird. Gründe, die sich aus der eigenen Zeit ergeben. Kaum eine Gesellschaftstheoretikerin oder ein Gesellschaftstheoretiker hat die Schockstarre so weitgehend oder radikal zu artikulieren versucht wie Adorno. Gemeint ist die Schockstarre, die sich durch den Totalitarismus und die Massenverbrechen in Deutschland und Europa einstellte. Im Angesicht von Auschwitz sei, so Adorno, auch die Fähigkeit gelähmt, emanzipatorische Potenziale in dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit zu identifizieren. Selbst wenn zumindest in Ansätzen noch solche Potenziale auffindbar wären, so fehlte es an der Vorstellungskraft, daraus Entwürfe einer möglichen anderen Gesellschaft zu entwickeln. Das ist die radikale Darstellung der Zäsur, wie sie sich für eine Philosophie, die ihre eigene Zeit in Gedanken erfasst, ergibt, einer Philosophie nach Auschwitz. Doch wird die Schockstarre zumindest bei Adorno überwunden. Aus dem nie erloschenen Bewusstsein des Andersseinkönnens der gesellschaftlichen Wirklichkeit entwickelt Adorno in den 50er und 60er Jahren wieder ein Konzept der Realmöglichkeit, das auch auf soziale Potenziale Bezug nimmt. Allerdings nicht in einem ungebrochen positiven Sinne, nicht im Sinne von die Möglichkeiten sind jetzt vorhanden. In gewisser Weise schlüpft Adorno in die Rolle von Kafkas Türhüter und müsste auf das Vorkriegsdiktum Horkheimers antworten, es ist möglich, jetzt aber nicht. Adorno setzt sich in vielen Nachkriegsschriften mit dem Problem auseinander, dass emanzipatorischer gesellschaftlicher Wandel verhindert werden kann, er deswegen nicht stattfindet, weil einerseits die hier
erforderlichen Potenziale blockiert und andererseits gesamtgesellschaftliche Alternativen verstellt sind. Das Theorem der gehemmten Potenziale wird aus dem klassischen Fundus einer Kritik der politischen Ökonomie nach Marx entnommen. Demzufolge blockieren politische und ökonomische Mächte diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, die etwa weitreichende rechtliche Veränderungen in den Eigentumsstrukturen bewirken könnten. So gesehen wird diese alte Denkfigur rehabilitiert. Weitaus komplexer mag das Theorem der verstellten Möglichkeiten anmuten. Demnach ist im Denken der eigenen Zeit ein Gespür oder Sensorium für soziale Möglichkeiten gelähmt. Hierdurch sind auch, wie Marx sagen würde, positive Möglichkeiten der Veränderung verstellt. Emanzipatorisch transformative Möglichkeiten lassen sich nur in einem sehr fragmentierten Sinne aus der Wirklichkeit herauslesen. Für die Betrachterinnen und Betrachter inmitten der bleiernen Adenauerzeit ergibt sich die Wirklichkeit als entmöglicht. Gleichwohl werden Vorschläge entwickelt, wie in der Analyse und Kritik der gesellschaftlichen Wirklichkeit zumindest exemplarisch ein Gewahrwerden des anderen vonstatten gehen kann. Adorno setzt sich etwa mit randständigen Figuren wie dem Kautz und dem Bohemien auseinander. In deren so exzentrischer wie auch isolierter Lebensweise kommt zwar nicht die andere gesamtgesellschaftliche Großperspektive zum Vorschein, aber es lassen sich zumindest abweichende und vielleicht auch erstrebenswerte Aspekte zwischenmenschlicher Umgangsformen erkennen. Solche Überlegungen zum Kautz und Bohemien, die aufgrund ihres Eigensinns kaum in heutigen akademischen Auseinandersetzungen nur einen Rest an Wissenschaftlichkeit erheischen könnten, geben Anlass, nur noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen zu kommen, der für das Möglichkeitsdenken in der Nachkriegszeit zunehmend an Bedeutung gewann. Es ist das, was ich als utopisches Denken bezeichne, im Gegensatz zur Utopie, verstanden als der Entwurf eines idealen Reichs namens Utopia. In den Reflexionen auf die randständigen Figuren wie den Kautz und den Bohemien entwirft Adorno Versatzstücke dessen, was eine andere und bessere Gesellschaft auszeichnet: Freiheit, Glück und Versöhnung. Sofern diese Ideen von Freiheit, Glück und Versöhnung eine potenzielle Wirksamkeit in der eigenen Zeit attestiert werden kann, handelt es sich um reale Potenziale. Sofern die Wirksamkeit dieser Ideen in eine unbestimmte Zukunft projiziert wird, um utopische Splitter eines richtigen und gelingenden Zusammenlebens. So wird eine Unterscheidung ersichtlich, die einen Begriff der prospektiven und sozialen Möglichkeit anreichert. Es ist die Unterscheidung zwischen immanenten und utopischen Möglichkeiten. Immanente Möglichkeiten sind bezogen auf reale Potenziale, etwa in einer Rechtsordnung, im Hinblick auf Technologien, eben das, was bei Marx eben Produktivkräfte eben meint. Utopische Möglichkeiten demgegenüber nehmen den Charakter von Denkmöglichkeiten an. Ja, und ich sagte ja vorhin, diese Unterscheidung, wie wir sie kennen von Aristoteles zwischen logischer und realer Möglichkeit, die wird jetzt nochmal bedeutsam, nämlich im Hinblick auf diese Unterscheidung. Analog zur logischen Möglichkeit, wie ich sie oben in Auseinandersetzung mit Aristoteles skizziert habe, wären diese utopischen Möglichkeiten widerspruchsfrei denkbar und doch nicht zwingend an vorhandene soziale Potenziale gebunden. Ich habe das mal in meinem Buch so zu schematisieren versucht, indem ich eben hier diese Unterscheidung eingetragen habe zwischen immanenten Möglichkeiten und utopischen Möglichkeiten, wohlwissend, dass, und das wusste eigentlich schon Platon, man in der Philosophie sich vor solchen Bildern zurückhalten sollte, aber er hat es ja selbst auch andauernd unterlaufen. Die Aussagekraft von so einem Schema, die ist vielleicht überschaubar, aber mag womöglich ein bisschen helfen, dieses Verhältnis zwischen immanenter Möglichkeiten, utopischer Möglichkeit besser zu verstehen, und eingetragen ist zugleich eben dann auch das Problem der gehemmten Potenziale, wo man die verstellten Möglichkeiten verorten sollte. Das können wir vielleicht nochmal diskutieren. Da bin ich mir selbst nicht so sicher, inwiefern man das überhaupt bildlich darstellen kann.
Utopisches Überschreiten eröffnet zugleich Perspektiven auf verstellte Realmöglichkeiten in entmöglichten Zeiten. Es leitet Deutungen an, die das andere, Mögliche und Bessere aufscheinen lassen. Ein derartig utopisches Überschreiten schöpft zugleich aus dem Wirklichen, insofern es existierendes Leid und Unrecht zum Ausgang nimmt, um ihre Abschaffung zu postulieren. Das Beispiel bei Adorno lautet, keiner soll mehr hungern. Der reale Hunger, derzeit 830 Millionen Menschen auf diesem Planeten, die hungern. Der reale Hunger ist auch deswegen instruktiv, weil utopisches Denken zugleich an reale Potenziale anzuknüpfen vermag. Materielle Voraussetzungen, so konnte man schon zu Adornos Zeiten, und das kann man heute allemal sagen, die materiellen Voraussetzungen zur Abschaffung des Hungers sind jedenfalls vorhanden. So entsteht ein Möglichkeitsmodell, das immanente und utopische Möglichkeiten in ein Spannungsverhältnis setzt. Die von Adorno zumindest in Umrissen vorbereitete und für kritische Theorien der Gegenwart auszuleuchtende Hypothese lautet demzufolge, eine immanente, auf Potenziale im Wirklichen rekurrierende Möglichkeitskonzeption kommt nicht länger aus ohne ein Konzept der utopischen Möglichkeit. Im Lichte dieses Möglichkeitsmodells bestünde die Herausforderung darin, weder empirisch gesättigte Potentialitätsanalysen noch utopische Möglichkeitsreflexionen zu scheuen. Diesen kurzen Abriss über das Möglichkeitsdenken der kritischen Theorie im Ausgang von Horkheimer und Adorno möchte ich in diesen vier Thesen zusammenfassen. Erstens, das Bestehende zu begreifen heißt, es in seiner Aktualität zu eruieren, und zwar eingedenk seiner Potentialität. Zweitens, jegliche Kritik der Wirklichkeit kann nur gelingen, wenn sie sich im Bewusstsein des Andersseinkönnens vollzieht. Drittens, maßgeblich ist die Bewegung der Transzendenz. Aus Potenzialen werden Möglichkeiten des Überschreitens gegebener Verhältnisse erschlossen. Viertens, zu diesem immanenten Überschreiten gesellt sich die Utopie. Immanente Transzendenz und utopisches Überschreiten stehen in einem Ergänzungszusammenhang. Die Gewichtung der beiden Transzendenzfiguren hängt von der jeweiligen historischen Situation ab, in der sie bemüht werden. Wie intensiv reale Potenziale gehemmt und die Möglichkeitsräume verstellt sind, ist entscheidend für Ausmaß oder Vehemenz utopischer Impulse. Die Auseinandersetzung mit dem Möglichkeitsbegriff bündle ich in folgender These. Ein angemessenes Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit lässt sich nur dann gewinnen, wenn sie in ihren bestehenden Strukturen, Praktiken, Mechanismen und Normen ebenso wie in ihren Möglichkeiten erfasst wird. Adorno hat es einmal in einem kleinen Aufsatz wie folgt zusammengefasst. Das Bestehende kann einzig der begreifen, dem es um ein Mögliches und Besseres zu tun ist. Diese Verzahnung von Möglichkeit und Wirklichkeit reichert die Tätigkeit der Kritik auf entscheidende Weise an. Sie muss stets so formuliert werden, dass es nicht nur um das Bestehende in seiner Insuffizienz geht, sondern zugleich um das, was anders oder besser wäre. Nicht, dass sie dieses andere oder bessere stets oder zwingend aussprechen müsste. Die Negation eröffnet zumindest den Raum möglicher Alternativen. Das ist eine, wie ich finde, bemerkenswerte Aufladung des Begriffs der Möglichkeit. Er wird dadurch auf eine bis dato unbekannte Weise ethisiert und politisiert. Ich bin geneigt, in dieser Programmatik einen spezifischen, sich von anderen Denkstilen oder Theorien abgrenzenden epistemischen Imperativ zu erkennen. Und dieser Imperativ ließe sich wie folgt formulieren. Gestaltet eine empirischen Untersuchung und theoretischen Reflexion stets so, dass in der Analyse des zu Begreifenden immer auch sein Anderssein-Können thematisiert wird und sich bestenfalls Alternativen zum Besseren skizzieren lassen. Zum Besseren, das können wir mal in Klammern setzen, weil es ja sozusagen nicht nur um emanzipatorische Möglichkeiten gehen kann, sondern eben auch um Möglichkeiten, jetzt ganz kurz und pathetisch gefasst, der Barbarei.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Beginn meiner Ausführungen, wenn wir uns streiten wollen über ein angemessenes Möglichkeitsverständnis, so wäre es eine gute Gelegenheit, mit diesem epistemischen Imperativ der kritischen Theorie zu beginnen, demzufolge wir erst dann zu wahrem Wissen über die gesellschaftliche Wirklichkeit gelangen, wenn wir sie nicht nur in ihrer bislang verwirklichten Gestalt, sondern immer auch in ihrer Veränderbarkeit und bezogen auf mögliche Alternativen deuten. Wenn Sie mich nach einem Beispiel fragen, wo dieser Imperativ derweil in akademischen und aktivistischen Kreisen konsequent verfolgt wird, so würde ich die Debatten über die Abschaffung der Polizei und anderer staatlicher Repressionsinstanzen, läuft unter dem Schlagwort Abolitionismus, benennen. Diese Debatten sind jüngst wieder entflammt im Anschluss an tödliche, teils mörderische Polizeigewalt in den USA, in Frankreich oder Deutschland, die sich oftmals an sogenannten Minderheiten oder marginalisierten Menschen entlädt. Angesichts des brutalen Vorgehens gegen die Demonstrierenden im Iran, die barbarische Herrschaft der Taliban, die chinesische Repression gegenüber muslimischen Minderheiten und Oppositionellen oder das Vorgehen russischer Sicherheitskräfte bei der Niederschlagung jeglichen Protests gegen den Krieg in der Ukraine wird noch deutlicher. Und durch diese Beispiele wird noch deutlicher, was auf dem Spiel steht. Es geht nicht vordergründig darum, verschiedene Formen des Polizierens, im Englischen Policing, moralisch zu verurteilen, sondern um eine dezidierte Analyse polizeilicher Praktiken, ihrer Funktionen und sozialen Folgen, um auf dieser Grundlage die Möglichkeit der Abschaffung bestimmter staatlicher Gewaltapparate zu diskutieren und um alternative Formen des Schutzes individueller Persönlichkeitsrechte und des solidarischen Handelns zu ringen. Die Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft durchzieht diese Analysen ebenso wie die Aufdeckung realer Alternativen zu bestehenden Repressionssystemen. In diesem Sinne gehören feministische, queere und postkoloniale Theorien zur Familie der kritischen Theorien heute, sofern sie, wenn auch nur implizit, diesem epistemischen Imperativ folgen. Gegenwärtige kritische Theorien, die diesem Möglichkeitsansatz folgen, werden ihr Augenmerk auf blockierte Potenziale richten und verstellte Möglichkeiten zu entschlüsseln versuchen. Wie stark hierbei auf utopische Ressourcen zurückgegriffen wird, mag sich unterscheiden, aber angesichts der Polykrise planetarischen Ausmaßes scheint mir eine Verschränkung von immanentem und utopischem Möglichkeitsdenken ein wichtiges Vorgehen kritischer Theorien heute zu sein. Im Hinblick auf Erderhitzung, Massenartensterben, die unwiederbringliche Zerstörung ökologischer Systeme und die damit einhergehende Zuspitzung sozialer Konflikte und Ungleichheiten möchte ich zum Schluss noch eine Anmerkung einstreuen, die als zusätzliche und zentrale Herausforderung eines prospektiven kritischen Möglichkeitsdenkens im 21. Jahrhundert gelten kann. Es mag erforderlich sein, eine zukunftsorientierte Perspektive zu schärfen, die sowohl die Katastrophen als auch emanzipatorische sozialökologische Transformationspfade zu denken anregt. Womöglich versteht sie sich selbst als eine treibende Kraft, um angemessene Pfade, etwa den 1,5-Grad-Pfad, zu verwirklichen. Allerdings ist diese Zukunft nicht mehr offen. Christoph Demmerling hat ausgehend von den Feuerbach-Thesen von Karl Marx das sogenannte Konstitutionstheorem formuliert. Es lautet, etwas, das seinen Ursprung in der menschlichen Praxis hat, kann auch durch diese Praxis verändert werden. In anderen Worten, was Menschen erzeugt haben, ist auch durch Menschen veränderbar. Damit wird die aristotelische Grundfigur der praktischen Möglichkeit ergänzt. Möglich ist erstens das, was durch uns geschehen kann, also das ist die aristotelische Fassung. Veränderbar ist zweitens das, was Menschen geschaffen haben. Das ist eben Marx oder eben jetzt hier Demmerling. Allerdings muss dieses Theorem spätestens vor dem Hintergrund der Erderhitzung und des Massenartensterbens in Frage gestellt werden. Die Folgen kapitalistisch-industriellen Handelns auf dem Planeten können nicht in ähnlich überschaubaren Zeiteinheiten verändert oder gar rückgängig gemacht werden, wie die Entwicklung und womöglich Überwindung kapitalistischer Globalisierung. Jede ausgestorbene Tier- oder Pflanzenart zeugt von der Irreversibilität menschlicher Macht im Anthropozän.
Laut Dipesh Chakrabarty kollidieren weltgeschichtliche Zeiteinheiten mit erdgeschichtlichen Zeiteinheiten. Wir greifen erdgeschichtlich ein, haben aber nur die Weltgeschichte als Handlungsraum. Angesichts der immer genaueren Prognosen zum Ausmaß der auf uns zurollenden Katastrophen wird klar, das, was da auf die nächsten Generationen zukommt, hemmt, durchkreuzt und verhindert ihre Entfaltungsmöglichkeiten. Doch Klimawandel, Artensterben, das Steigen der Meeresspiegel, Extremwetterlagen, Ressourcenverknappung und kriegerische Konflikte blockieren und zerstören nicht nur menschliche, sondern auch nichtmenschliche Möglichkeitsräume. Kritische Theorien heute müssten demgemäß Möglichkeitsräume so konzipieren, dass die Natur-Mensch-Dualismen unterlaufen werden. Und das ist jetzt auch keine neue These. Die Kritik an solchen Natur-Kultur-Unterscheidungen wird ja seit Jahren immer lauter. Ich nenne nur Karen Barad oder Donna Haraway. Es geht um, und das so würde ich es jetzt eben fassen, es geht um planetarische Möglichkeitsräume, die menschliche Praxis weitaus präziser einbindet in die erdzeitlichen, klimatischen und biologischen Wirklichkeiten als Kritik an den global stattfindenden Verunmöglichungsprozessen planetaren Ausmaßes. Wenn also nach einem Möglichkeitsdenken kritischer Theorien heute gesucht wird, dann dürfte zumindest deutlich geworden sein, dass wir mit Kafka und IKEA nicht allzu weit kommen. Aber auch nicht mit einem verkürzten Begriff der sozialen Möglichkeit, der die planetarische Perspektive ignoriert oder nur am Rande einstreut. Und auch wenn ein Tag nach der schäbigen Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz, dem Start der Fußball-Männer-WM in Katar, der türkischen Bombardierung von Rojava und der Raketenangriffe auf das ukrainische AKW Saporischschja, ich mich frage, was solch ein Vortrag nützt, bleibt zumindest die Herausforderung, mit einem planetarisch zu konzipierenden Möglichkeitssinn der Verzweiflung zu entkommen. Was ein planetarisch zu konzipierender Möglichkeitssinn sein könnte, wage ich noch nicht zu sagen, aber vielleicht, und damit bin ich nun wirklich am Schluss, baut er auf diesen Gedanken von Chakrabarty auf. Zum einen wird gefordert, die Herrschaft des Menschen über den Planeten auszuweiten und aus diesem Planeten einen intelligenten Planeten zu machen, in dem sichergestellt wird, dass sogar dort, wo nach menschlichem Dafürhalten einmal Natur gewesen ist, nur noch Technologie und menschliche Gerechtigkeit walten. Dies würde bedeuten, das Werk des Globalen fortzusetzen, zu intensivieren und zu versuchen, das Planetarische auf seine Reichweite herunterzubrechen. Zum anderen ergeht die gegenwärtig utopische, aber meiner Einschätzung nach absolut entscheidende Forderung, auf einen Planeten hinzuarbeiten, der nicht länger Teil der von Menschen dominierten Ordnung ist, die von europäischen Nationalismen und dem globalisierten Kapitalismus und Konsum in den letzten 500 Jahren geschaffen wurde. Und damit danke ich für Ihre, eure Aufmerksamkeit.